Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar zeige ich euch heute sieben verschiedene Arten und Weisen, wie man Mauern bauen kann. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dieser Mauer hier. Die ist zum größten Teil aus Steinbricks gebaut und auch aus normalem Stein und Andesit ist das hier, glaube ich. Yep. Und hier oben sieht man noch ein bisschen Holz. Das ist eigentlich so die Mauer, die man sich so vorstellt, wenn man von Mauern redet, eben so eine Burgmauer. Und ich finde die eigentlich ziemlich cool. Gerade was mir auch gefällt, ist, dass man hier quasi für diese Umrandung und für die tragenden Säulen eben Steinbricks benutzt. Und dann für die Mauer an sich eben normalen Stein mit Andesit vermischt. Das sieht ziemlich cool aus. Und dann natürlich random zwischendurch nochmal diese kaputten Steine. Man könnte es zum Beispiel auch so machen, dass man hier diese bewachsenen Steine quasi nimmt. Wenn das zum Beispiel eine ältere Burg sein soll oder eine am Wasser vielleicht, dann würde das ja Sinn machen, dass man die irgendwie so vielleicht baut und dann irgendwie Ranken da dran oder sowas. Das würde auch einiges hermachen, denke ich. Ja, ansonsten ist das halt ein relativ simples Design. Wenn ihr das abbauen wollt, könnt ihr einfach auf Pause drücken. Und ja, aber es hat eigentlich alles, was man so von der Mauer braucht. Das ist hoch genug, dass keine Zombies rüberkommen. Und auch Spinnen können daran nicht hochklettern, das ist ja auch immer ganz wichtig im Survival zum Beispiel. Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Das heißt, das hier ein etwas moderneres Design. Auch hier ist es für Spinnen und Zombies nicht wirklich möglich, da hochzukommen. Spinnen würden nämlich hier oben gegen die Glasscheibe kommen. Und ja, Zombies können halt nicht klettern. Aber ich finde, an sich ist das auch ein ganz cooles Design. An sich sind so moderne Mauern irgendwie, finde ich, was, was relativ selten ist. Wahrscheinlich, weil man in futuristischen Bauwerken quasi keine Mauern braucht. Aber ich dachte trotzdem, es wäre eine coole Idee, sowas mit reinzunehmen. Und gerade auch dieses Blau, finde ich, passt immer sehr gut zu dem Quarz, aus dem ja die Mauer jetzt größtenteils gebaut ist. Und insgesamt habe ich so von der Zukunft der so die Vision, dass es halt ein bisschen grüner wird, hoffentlich zumindest. Dementsprechend sind hier natürlich auch noch Büsche, die natürlich nochmal so ein bisschen zum Feeling dazu beitragen. Auch wieder ein relativ simples Design. Ich denke, da muss ich jetzt nicht wirklich viel zeigen, wie man das baut. Das könnt ihr einfach abbauen. Und ja, beide Designs haben übrigens schon so einen Laufsteg oben quasi, wo man dann lang marschieren kann oder sowas. Auch ziemlich cool und wichtig, finde ich, für Mauern. Jetzt kommen wir zu einer Mauer, die ein bisschen simpler ist und ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen vielleicht als die moderne Quarzmauer. Und zwar ist das hier so eins, das so aussieht wie, ja, wie so einzelne Pfähle quasi, die in den Boden gerammt wurden. Das hier oben soll dann so ein bisschen die Spitze quasi sein. Und das finde ich auch ein relativ cooles Design, das habe ich auch auf unserem Server gebaut. Und wenn man davor noch so ein paar Steine macht, dann hat das noch so den Anschein, als würden die irgendwie nicht nur reingerammt sein in die Erde quasi, die Pfähle, sondern auch noch irgendwie ein bisschen unterstützt von Steinen. Und noch so ein paar Büsche außen drum. Zeigt halt so ein bisschen, dass es hier auch ein bisschen bewachsen ist und die schon länger da sind. Finde ich auch ein ziemlich cooles Design. Hier benutzt man eben vor allem dieses entrindete Holz quasi. Also, dass man eben dieses Holz hinbaut und dann mit einer Axt Rechtsklick macht und dann werden die halt so geschält quasi, sage ich mal. Finde ich auch ziemlich cool. Und gerade auch, dass man hier verschiedene Farben mischt, macht halt einiges her. So sieht das dann noch ein bisschen aufgeteilt aus, dass man wirklich sieht, dass es so einzelne Baumstämme sind. Hin und wieder allerdings auch mal zwei nebeneinander, finde ich, hat eine ganz gute Abwechslung. Und ja, das Design ist eigentlich auch ziemlich nice, wenn man so kleinere Bauwerke macht. Zum Beispiel auf unserem Server habe ich ja ein Dorf gebaut und da wäre es halt ein bisschen komisch, wenn man dann die ja, vier Häuser drum so eine fette Mauer baut oder so ein futuristisches Dings. Deswegen finde ich, macht das hier relativ viel Sinn und ist auch ein ziemlich cooles Design. So, hier haben wir dann nochmal eine kleine Mischung aus diesem Design und dem allerersten. Und zwar ist das eine Steinmauer, die gestützt ist von so Holzpfählern. Ja, auch ein relativ simples Design. Ich finde es ein bisschen. Na, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gut aussieht, wenn man ganz viel davon hat, weil das eben so kleine Abstände hier sind und das könnte vielleicht ein bisschen komisch aussehen. Aber insgesamt finde ich es auch ziemlich cool eigentlich. Gerade auch wenn man so vielleicht irgendwas mit einer Zwergenmine baut oder sowas, macht das relativ viel Sinn, weil es sieht so ein bisschen so aus, als würde das hier eben gestützt sein, wie halt auch so eine Mine gestützt ist durch so Holzpfeiler. Finde ich aber auch ziemlich cool. Auch hier wieder, wenn ihr es nachbauen wollt, einfach auf Pause drücken. Ist relativ simpel, denke ich, nachzubauen. Und dann kommen wir zum nächsten Design. Und zwar haben wir hier ein kleines Wüstendesign. Das finde ich auch ziemlich cool, weil Wüstendesigns sind irgendwie immer sowas, was halt mit nichts anderem wirklich vergleichbar ist, weil es immer so ein ganz eigener Stil ist. Hier sieht es jetzt so aus, dass man hier oben quasi ja, so Fenster, also kleine Fenster hat, an denen man dann quasi vorbeilaufen könnte. Also man könnte dann hier vielleicht so eine Etage machen, wo man lang marschieren kann oder vielleicht sogar noch einen darunter. Und dann könnte man halt hier so durchgucken und den Feind beobachten, was auch immer, den Erzfeind. Ja, aber hier gerade besonders finde ich, dass es halt quasi ein Fundament hat, nämlich das hier, was das Ganze noch so ein bisschen massiver aussehen lässt. Und dann eben hier die Mauer an sich mit diesen kleinen Gucklöchern und ganz oben drauf dann nochmal eine kleine Holzleiste, wo man dann eben auch noch eine zweite, ja, wie nennt man das, so eine zweite Marschstation hat, wo man eben lang marschieren kann und patrouillieren kann. Auch ziemlich cool. Das Design hier ist ein bisschen komplexer tatsächlich. Allerdings denke ich, wenn ich das von allen Seiten ein bisschen zeige, kann man das relativ gut nachbauen. Hierfür wurde auch der Smooth Sandstone übrigens benutzt. Der hat dann eine ziemlich nice neue Textur bekommen. Finde ich auch ziemlich cool. Und ja, das war dann so das Wüstendesign. Und dann kommen wir hier weiter zu einem anderen Design. Und zwar ist das nicht wirklich was man von einer Mauer erwartet, aber eben auch eine Möglichkeit, um eben Viecher von seinem Grundstück quasi fernzuhalten.
Und so habe ich überlegt, wenn man zum Beispiel einen Garten hat, dann ist es natürlich ein bisschen komisch, den mit so einer fetten Mauer einzuzäunen. Das hat ja im Normalfall kein normaler Garten. Und dann könnte man natürlich einfach eine Hecke nehmen, die jetzt in diesem Fall zum Beispiel ein bisschen sehr groß ist. Könnte man natürlich noch ein bisschen tiefer bauen, aber ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass man dann hier so einzelne Abschnitte hat, die so ein bisschen dicker sind und welche, die ein bisschen dünner sind. Das macht halt so ein bisschen den Eindruck, als wäre es halt unregelmäßig gewachsen. Was eigentlich auch ganz cool ist. Und dann noch diese Sticks da drauf, die erwecken so den Anschein, als würde dieser Stab quasi bis nach unten gehen. Und da drumrum würden sich dann quasi die Pflanzen so rumranken. Finde ich auch ein ziemlich cooles Design und hält auch die meisten Monster davon ab, in euren Garten quasi zu kommen. Allerdings hier natürlich das Problem, es hält natürlich nicht so wirklich vielen Sachen stand. Also Feuer zum Beispiel könnte das komplett abfackeln. Da sind die anderen, oder zumindest die meisten anderen Mauern relativ immun gegen. Und ja, aber ansonsten finde ich, sieht das auch ziemlich cool aus. Gerade wenn halt eine normale Mauer nicht so richtig, also so ein bisschen fehl am Platz wäre eben quasi. Dann macht sowas natürlich schon einen etwas besseren Eindruck. Und hiervon haben wir dann nochmal was, was auch eine Art Mauer ist und auch relativ modern. Allerdings ist das mehr so eine Knastmauer, finde ich. Oder vielleicht auch, wenn man den Stacheldraht hier oben, also die Cobwebs hier oben sollen Stacheldraht sein. Wenn man das wegmacht, könnte das auch so eine alte Zirkus, keine Zirkus, sondern Zoomauer sein. Womit man dann die einzelnen, ja, Tiere quasi voneinander abschirmt. Auch ziemlich groß und relativ, ja, prunkvoll verschmückt, geschmückt würde ich jetzt nicht sagen, oder verziert. Aber macht trotzdem relativ was her, finde ich. Gerade auch, wenn man eben, wie zum Beispiel ein Gefängnis baut, da macht das auf jeden Fall was her, gerade mit dem Stacheldraht hier oben und das hier sieht ein bisschen aus wie so ein Maschendrahtzaun. Und ja, finde ich eigentlich ziemlich cool, sieht auch sehr massiv aus, obwohl das halt relativ, ja, dünn eigentlich ist. Das sind ja, ich weiß nicht wie viel, das sind 2 Pixel quasi, aber es sieht trotzdem relativ standhaft aus. Und eben wie so ein Maschendrahtzaun, finde ich ganz cool. Und ja, ich hoffe, euch haben die Designs gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches ihr davon am coolsten findet. Und ansonsten würde ich sagen, dass man die alle relativ gut nachbauen konnte. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.